Jo, und was geht, euer Kasu? Ist wieder back am Start mit Dragon Ball Action. Die Manga-Leaks sind auch endlich da, sind heute nämlich gekommen. Davor hatten wir die Draft-Leaks, da waren aber nur 4 Seiten, also nicht so viel großartig. Man sah halt nur Kamin, der von den Leuten da aufgefangen wurde, also nicht so großartig. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Dickes, sag ich mal. Ich kann nochmal schauen, wir können es ja nochmal hier kurz einblenden. Aber es war halt nicht so viel. Man sah halt nur, dass die beiden in dem Auto gesprochen haben. Man sah auch nochmal kurz Trunks und Goten, wie sie halt da ein paar Leute verprügelt haben. Ich mache die mal hier oben rein. Könnt ihr euch mal kurz reinschauen. Darum gab es auch kein Draft-Video, weil es einfach zu... Es waren zwar 7 Seiten, aber es war nicht so spannendes. Jetzt kommen wir aber zu was Spannendes, denn die Manga-Leaks sind nämlich auch da. Und die gehen weiter. Wir sehen nämlich, dass Kamin hier Trunks sieht, der einen Räuber festhält. Ja, also die Vorgeschichte ist so, dass Kamin halt gesagt hat, dass die Red Ribbon Armee ja nicht komplett zerstört ist oder vernichtet wurde, sondern dass die immer noch Mittel und Wege haben, diese Red Ribbon Armee wieder aufzubauen. Also das ist immer noch Spielraum, aber wir können die so lange nicht aufbauen, solange wie halt diese Leute gibt, die Zenmax besiegt haben. Er meint natürlich Gohan und Piccolo. Ja, kommen wir zu dem nächsten und zwar, wie gesagt, die Manga-Leaks, wo es dann auch nahtlos weitergeht. Wir sehen, wie gesagt, Trunks, der einen Räuber hat. Dann sehen wir, dass die eingeladen werden zur Pizza essen, weil Kamin hat nämlich den Plan, dass er die beiden beauftragt. Er weiß ja natürlich nicht, dass die irgendwie zusammengehören mit Piccolo und Gohan. Das weiß er ja nicht, weil er es nicht mitbekommen hat, den Kampf, die ganze Aktion, wie Zenmax besiegt wurde und so weiter. Er weiß nur, dass es besiegt wurde, aber er weiß nicht, was genau passiert ist. Also ahnt er natürlich auch nicht, dass hier Goten der Bruder von Son Gohan ist. Ganz witzige Situation. Hinverzieht er sie ein zur Pizza und gibt ihnen oder versucht sie halt schmackhaft zu machen mit Geld, dass sie gegen Gohan kämpfen, gegen einen Bösewicht, so wie er es hier sagt. Aber Goten und Trunks lehnen das erstmal ab, aber er sagt, oh, vielleicht habt ihr auch einfach nur Angst, gegen so einen großen Bösewicht zu kämpfen und natürlich die Ehre der Saiyajins springt hier an und sie sagen, ja, uns kann eigentlich gar nichts besiegen, zeig uns diesen Bösewicht, den machen wir sowieso platt, der hat keine Chance gegen uns und so weiter und so fort, ihr kennt das ja. Dann sehen wir noch eine weitere Szene, als Trunks das nämlich raushaut, hat Goten natürlich nichts anderes zu tun, als für seine Fans zu posieren, sie sind ja dort in der Superhelden-Uniform am Start. Na, hinfalls gehen, fahren die alle dann gemeinsam in den Wagen los. Dann macht es einen Schwenker und wir sehen den Kampf Vegeta gegen Broly. Nicht Goku gegen Broly, sondern Vegeta gegen Broly, der auch mit Broly hier trainiert. Er versucht hier Broly seine Wut zu entlocken, wie er sagt. Er sagt, dass die Wut halt sehr wichtig ist für Saiyajins. Und mit der Wut kann ein Saiyajin halt sein ganzes Potenzial, seine ganze Power auch entfalten. Also er muss die Wut freien Lauf lassen. Das Problem aber bei Broly ist, und das weiß er selber auch mittlerweile, was er hier sagt, dass er die Wut aber nicht kontrollieren kann. Also er wird von dieser Wut dann übermannt und kann das nicht richtig kontrollieren. Und daraufhin sagt Vegeta, dass er genau das ist, was er erzeugen muss oder was er lernen muss, seine Wut zwar zu nutzen im vollen Ausmaße, aber sich gleichzeitig noch unter Kontrolle zu halten. Das ist der Schlüssel, den Broly braucht, um seine wahre Macht zu entfesseln. Na, jedenfalls geht der Kampf weiter. Vegeta verwandelt sich dann in den Super Saiyajin, um weiter zu provozieren, um weiter zu locken. Geht dann aber zurück, geht ohne Ki, also er strömt halt kein Ki aus, versteckt sich hinter einem Baum. Broly überlegt aber erst, ohne wütend vorzustürmen und alles kaputt zu machen, denkt er kurz nach und lokalisiert Vegeta hinter dem Baum. Also eine Art Training, dass er zwar schon kämpft, aber nie den Überblick über diesen ganzen Kampf verliert. Und das ist das Coole eigentlich an diesem ganzen Training mit Broly. Also Broly wird hier ordentlich ja, in Szene gesetzt. Ja. Richtig coole Aktion, wie ich finde. Ich finde es auch gut, dass man hier auch weiter was sieht und nicht nur zwischen die beiden Zwerge irgendwelche ja, Szenarien oder irgendwelche Storylines, sondern auch, dass die anderen auch ein bisschen mit einbezogen wird, dass es auch für andere Fans, die halt das andere langweilig finden, auch ein paar anderes sehen, ne? Also ein paar andere Sachen. Na, jedenfalls geht's weiter, die kämpfen dann weiter und dann machen sie eine kurze Pause. Und daraufhin wird auch wieder eine Unterhaltung, dass Son Goku halt sagt, ja, verwandle dich doch einfach im Super Saiyajin, dann kannst du mit ihm mitkämpfen. Und Broly sagt auch hier, ja, das ist nicht so einfach. Also ich kann mich nicht direkt selbstständig in den Super Saiyajin verwandeln. Das hat alles ein bisschen was mit Wut zu tun. Und da kommen wir wieder zu dem Kernproblem, diese Wut, die Broly denn verspürt und er sich nicht kontrollieren kann. Also quasi ist es so, wenn er diese Wut kontrollieren kann, gezielt einsetzen kann, kann er sich auch in den Super Saiyajin verwandeln, vielleicht auch in den legendären Super Saiyajin und dann hat er auch sein ganzes Repertoire oder seine ganze Kiste voller Power hat er dann auch zur Verfügung und kann diese auch nutzen. Also der Weg ist halt, seine Wut zu nutzen, aber auch gleichzeitig zu kontrollieren. Also
sich selbst zu kontrollieren. Jedenfalls machen sie eine kurze Pause. Chile ist auch mit am Start und der eine, ich weiß gar nicht mehr, wie der ist, ist ja auch egal. Jedenfalls der eine Typ bringt Wasser und sie trinken dann erstmal und machen, wie gesagt, eine Pause. Währenddessen fragt Beerus dann auch noch, was auf der Erde los ist. Das ist zwar hier nicht mit drin, aber wird in der Zusammenfassung, die ich habe hier, wird das kurz erwähnt. Beerus fragt, was auf der Erde los war, weil ja dort Zell Max und so weiter. Ich gehe davon aus, dass Riss mittlerweile alles erfahren hat von Bulmer oder selbst erfahren hat. Ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls wusste er über Zell Max Bescheid. Er wusste auch, dass Gohan und Piccolo zusammen mit den anderen Zell Max besiegt haben und so weiter. Als Son Goku das hört, flippt er fast aus, weil er gerne seinen Sohn gesehen hätte in dieser monströsen Gestalt, in dieser Power. Weil Vegeta auch anmerkt, dass Bulmer gesagt habe, dass Gohan so krass war in dieser Form oder in diesem Kampf. Und das freut natürlich auch Son Goku, dass sein Sohn dort extrem abging. Dann gibt es noch vier letzte Bilder. Da fehlt aber noch ein bisschen Zusammenhang. Und zwar erzähle ich das kurz. Sie fahren ja dann zusammen zu Gohan. Goten und Trunks bemerken aber, dass es das vierte von Son Gohan ist, dass sie sich schon fast ausmalen können, was jetzt hier passieren würde. Jedenfalls steigen sie auch nicht aus, weil sie auch nicht entdeckt werden wollen von Gohan und so fort. Kamin steigt dann aus, schießt ein paar Schüsse in die Luft, um halt Gohan rauszuholen. Gohan bemerkt das, kommt mit seinem Studienoutfit, bemerkt, dass das der Kamin von der Red Ribbon Armee ist und dass dieser Nummer 15, der dabei ist, ich glaube Nummer 15 hieß der, dass die beiden Japanen damals entführt haben. Und daraufhin wird er wieder sauer und aktiviert Beast. Und das lässt mich natürlich vermuten, dass er diese Form schon in seiner Rage, oder wenn er halt sauer wird, dass er diese Form auch aktivieren kann. Und das ist das Krasse, dass er diese Form dann immer wieder nutzen kann. Hoffe ich zumindest, dass die nicht nur einmalig war, was ich am Anfang des Films oder beim Film halt bemängelt habe, dass es vielleicht nur einmalige Variation seiner neuen Power ist und dass er die halt nicht abrufen kann. Aber sei es drum, er kann sie abrufen. Was ganz cool ist. Jedenfalls wird er halt sauer, versucht halt anzugreifen, aber dann kommt auch Son Goku auf die Erde zurück, teleportiert sich, weil sie nämlich bei Briers Planeten dieses Ki spüren, was wir hier nochmal sehen können. Also sie spüren das gewaltige Ki und Goku sagt auch daraufhin, kann das sein? Und Vegeta, nein, das kann nicht sein, oder? Und dann teleportiert sich Son Goku zurück zur Erde. Gohan geht in seiner normalen Form, als er dann halt erkennt, dass Goten und Trunks mit dabei ist. Ist ein bisschen verwirrt, weil die beiden mit der Red Ribbon Arbeit zusammenarbeiten, sag ich mal. Ist ein bisschen verwirrt und Son Goku sagt einfach nur, hey, yo, lange nicht gesehen, was geht ab und so, ne? Und damit enden erstmal diese Manga-Leaks. Sehr coole Sache. Auch wenn ich erst dachte und ein bisschen skeptisch war, dass es vielleicht langweilig werden könnte. Es spitzt sich wahrscheinlich gerade zu einer richtig lustigen Situation zu. Vielleicht sehen wir einen Kampf zwischen Goku und Gohan. Was ich aber noch mal kurz noch mal erwähnen muss, was auch hier nicht drin ist, ist das mit Black Freezer. Es wird auch noch mal Black Freezer kurz erwähnt bei der Unterhaltung auf Beerus Planeten. Da ja Chile sagt, dass Black Freezer, was würde passieren, wenn er jetzt hier auftauchen würde, weil er ja so krass ist und so weiter. Und Son Goku merkt halt bloß nochmal an, dass er unglaublich ist, in so kurzer Zeit uns übertroffen zu haben. Und übertroffen ist halt das richtige Wort, weil er gibt damit auch zu, dass Black Freezer auf einem höheren Level wie er und Vegeta gerade sind. Nur mal so nochmal kurz am Rande. Das war es aber erstmal von mir mit dem Manga-Leaks. Das Manga kommt ja am 18. oder ja, ich glaube am 18. kommt das Manga-Kapitel raus. Bin ich sehr gespannt. Freut euch auf das Review. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Und hinterlasst einen Kommentar, was ihr bis jetzt hier davon denkt. Das war es, wie gesagt, von mir. Ich bin raus und ciao.